Leute, da geht es auch schon weiter mit Harveys neue Augen und unserer kleinen Lilly, die jetzt mal dem blöden Shawny ordentlich Angst eingejagt hat. Und das finde ich gut. Finde ich das gut. Komm, wir reden mal mit Shawny ihm. Wirkte äußerst nervös. Wenn Lilly das Rezept wiederhaben wollte, musste sie wohl einen Weg finden, ihn zu beruhigen. Die Kippen. Mit den Kippen kriegen wir das bestimmt hin. Shawny, in diesem... Sie wollte nicht riskieren. Andererseits, wie konnte man einen... Die Kippen. Lilly hatte gehört, dass Zigaretten beruhigend wirken sollten. Komm, rauch mal eine. Gleich alle. Aua, das hatte Lilly fein hinbekommen. Shawny schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Ja, das ist doch schön. Kann ich jetzt das Rezept haben? Oh, Zigarette. Ah, ich habe eine brennende Zigarette mitgenommen. Okay. Shawny. Shawny war nicht mehr ansprechbar. Die Zigaretten hatten ihn gleichgültig gemacht. Ja, und wo ist jetzt das Rezept? Lilly hatte gehört, dass... Und tatsächlich wirkte Shawny auch schon viel entspannter. Ja. Die Hände baumelten kraftlos von den Schultern herab und seine Wangen wirkten auch viel blasser. Aber das Rezept. Rezept? Das habe ich jetzt schon. Lilly würde das Rezept später lesen. Sie sollte das Essen ja nicht selber zubereiten, sondern es lediglich zu Doris bringen. Und vor allem können wir mit der brennenden Zigarette den Ofen anzünden. Dann haben wir auch Licht und dann ist bestimmt der tote Memphis zu sehen. Was mit der Adlerleiche? Egal, die Spatzen. Voll süß. Okay, ein bisschen leicht überdrehtes Lachen von mir. Es ist so ein Walker, ciao. Oh Gott. Ich gehe zum Ofen. Oh, und überall diese Gnomen und überall Blut. Pinkes Blut. Können wir den, kann ich das jetzt hier einfach so machen, oder? Der Ofen war schwarz und leer. Die Zigarette allein würde den Ofen wohl nicht wieder zum Laufen bringen. Der alleine nicht, aber die Knallfrosche? Da waren schon wieder diese Stimmen, die Lilly befahlen, ihre Sachen zu verbrennen. Mhm. Lilly widerstand erneut der Versuchung, ihnen nachzugeben. Okay, vielleicht können wir da einfach Holzklotz. Haben wir sogar. Okay. Lilly hatte das Holzstück in den Ofen gestellt. Nun brauchte sie es nur noch anzuzünden. Ich wusste gar nicht, dass ich... Ach so, das ist das Ätna-Ding. Ach, das ist ja praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Bist du hier drinnen noch, du Kerl? Das Feuer brannte lichterloh, wie das Haus, von dem Lilly häufiger träumte. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts hier drinne. Nur weil ich das jetzt wieder angemacht habe. Dann gehen wir mal rein. Und ins Kloster. Moment mal, warum ist der denn jetzt da? Warum? Was ist mit ihm denn los? Okay, der ist auch hinüber. So langsam sind alle hinüber. Lilly ist alleine. Ja, das kann man ja mal machen. Dann bringen wir jetzt mal das Rezept weg und dann haben wir ja ganz viel schon geschafft. Ach, du hast das Rezept? Ja. Na dann, zeig mal her. Na, das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberen aus dem Keller. Ja, machen wir. Brennt jetzt gleich der Schuppen. Ich habe so ein ungutes Gefühl immer, wenn sie was gemacht hat. Woher kommt das bloß? Hat gerade das Ding gewackelt? Der Bildschirm? Hat wieder was vibriert hier und ich habe es übersprungen? Nein, alles okay. Alles noch in Ordnung. Dann holen wir so eine Büchse. Konservendose. Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Sollte sie nicht Ente nehmen? Ach, egal. Ist ja nur für Lumpi. Doofe Katze. Obwohl Lumpi bestimmt gar nicht so eine blöde Katze ist. Katze halt. Doris, Konservendose. Ah, du hast die Konservendose gefunden. Ja. Sehr gut.
Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Gut, dann gehen wir mal nach oben und da kommt bestimmt gleich das nächste Problem auf uns zu, weil sonst wer irgendein Problem wieder hat. Wahrscheinlich ist die Katze es nicht oder weiß ich doch nicht. Aber wir gucken jetzt mal hier hin, nach dem leckeren Entenbraten. Und warum macht die Pflanze immer Guru? Ach, da ist ja das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Aber wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Oder das ist gar nicht die Pflanze, die Gur macht. Das ist die Taube, die wir immer noch brauchen, die da draußen war. Genau. Wir nehmen mal den Braten. Und müssen ja dann den leeren Teller noch reinstellen. Aber erstmal geben wir ihm den Braten. Lumpi. Jetzt gibt's Happa Happa. So eine Enttäuschung. Habe ich mir fast gedacht. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Ja, aber warum isst er den denn jetzt nicht? Denn Lumpi hat Hunger. Mann. Das musste Lumpis Abendbrot sein. Ja, dann gibt das der Pflanze hier. Und der Teller? Ach, den haben wir. Dann pack den mal wieder da rein. So. Und das ist das Essen. Katzenfutter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. Essen der Oberen, dann kriegt das eben Lumpi. Vielleicht mag Lumpi das ja. Ah, das mag Lumpi. Ja, schön. Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpi offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Leider war die Wand zu glatt für seine Krallen. Das Katzenfutter ja. Ist leid. Da war ja auch noch das Gemälde. Wo ja auch... Genau. Da gehört also irgendwas hin. Rein. Haken, Ballon. Die Tollkirschen da irgendwie. Hm. Können wir denn mal hier machen? Wo ist denn jetzt eigentlich die dusselige Taube? Die ist bestimmt dahinter, wa? Also wegen Taube und so. Und da kriegen wir dann die Taube her, weil die da... ich verstehe. Aber wie? Hm. Im Teller haben wir auch nicht mehr Futternapf. Ist da jetzt noch was? Lumpis Futternapf war reich verziert. Als Haustier der Oberin hatte man bestimmt ein wundervolles, erfülltes Leben. Wahrscheinlich. Ja, okay. Das und das und das. Hm. Knallfrische. Ich kann hier aber auch nichts machen in dem Augenblick. Irgendwie ist da einfach mal Pech. Raufaserleinwand, ich... Und das andere, was ich halt noch habe, ist die Kippe. Anzünden? Nee, sie sagt immer dasselbe. Gehört also irgendwas anderes noch hin? Können wir denn mit Lumpi irgendwas machen? Das Kat und Leid. Lumpi? Haken? Vielleicht mit dem Haken was machen? Diese Idee konnte Lilly... Hm. Diese Idee. Ja, es hat ja auch gar keinen Zweck. Diese Idee. Ah. Ah, okay. Ach, da ist die Taube. Na, da hatte es aber jemand eilig. Cool. Ach, das hatte Lumpi gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. Ja, wie kommen wir denn da jetzt mal. Also, soll Lumpi die jetzt fangen oder. Können wir den Ballon vielleicht da hochjagen? Lilly sah eine gewisse Chance, den Ballon zur Taube aufsteigen zu lassen. Sie bezweifelte allerdings, dass die Taube sich davon beeindrucken ließ.
Aber vielleicht Lumpi? Lilly sah eine gewisse Chance, dass sie den Ballon zu Lumpi... Aber wozu? Lumpi hasste Partys. Mit den Tollkirschen? Lilly konnte nicht besonders hochwerfen. Aber sie war ganz gut darin, Sachen hinunterzuwerfen. Sachen hinunterwerfen? Die Knallfrösche? Lilly hatte mal ein Bild gesehen, auf dem eine Taube Knallfrösche im Schnabel trug. Oder zumindest etwas Ähnliches. Aber spontan fiel ihr keine Möglichkeit ein, die Feuerwerkskörper zur Taube zu bekommen. Lilly konnte nicht besonders hochwerfen. Also noch weiß ich nicht so richtig, was wir machen können. Lilly konnte nicht, aber sie... Sachen hinunterwerfen. Also irgendwas müssen wir da tun können. Aber komme ich hier nicht mehr zurück? Hä? Soll ich jetzt... Ich hab doch nix. Dann gehe ich wieder. Hey, oh. Wo willst du hin? Fütter die Katze. Ach so, ich darf gar nicht gehen. Ich muss das jetzt hier erledigt haben oder was? Ja, und ich komme nicht mehr runter? Verwirrt. Gut, dann, ja, dann Tollkirschen und ihn. Lilly konnte, aber sie... Ja, dann wirf was runter. Die Taube? Lilly, aber... Geht ja auch nicht. Die, das auf was anderes? Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen... Kann ich das Ding hier wieder wegnehmen? Nein, das hängt da jetzt. Ballon. Lilly sah eine gewisse... Sie bezweifelt... Lilly sah eine... Aber wozu? Dann müssen wir vielleicht was miteinander verbinden. Ja, okay. So, und die dann anzünden. Lilly behielt die Idee im Hinterkopf. Dann jetzt hoch zu... Der Plan war heikel, aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Na dann. Nanu, wie ich sehe, hat Lumpi endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Und jetzt raus mit dir. Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Eine Friedenstaube? Ist das dein Zeichen? Soll ich die Kinder doch verschonen? O Herr, ich danke dir. Ich... Was? Das... Diese verfluchten... Kinder! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll! Lilly! Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Mach's gut, Lillifried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Psst, Lilly, schnell, hier entlang. Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm,
Schnell! Huch! Na, jetzt passiert aber einiges hier gerade in den Schlafs. Wo sind wir denn hier? Mundtor. Lilly wollte erst noch ein wenig mit Garretts Sachen spielen. Wo sind sie? Sie können nicht weit sein. Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesem technischen Firlefanz. Ist denn hier noch irgendwas, was wir machen können? Abhörnlage. Lilly wollte erst noch ein wenig... Wo sind sie? Sie können... Ja, okay. Andererseits. Dann müssen wir gehen. Oder so. Oder was? Warte. Nicht trödeln. Na los. Ha. Ach, da war das drin, ne? Okay, dann trödeln wir mal nicht. In Garretts Geheimraum nochmal. Wo bleibst du? Achso, wir haben... Ich darf nicht. Na gut. Dann gehen wir mal schnell hinterher. Stopp. Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje. Aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass Sie diese Aufsässigkeit in Ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt! Das ist unsere Chance! Oh oh. Da ist Dr. Marcel. Scheiße. Den kennen wir ja noch. Ja, geh mal dahin. Geh zu Edna, wenn sie noch da ist. Ist sie noch da? Oh Gott. Da ist das Tagebuch. Als Lilly den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Nimm's schnell. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Oh nein. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lilly versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Psst, Lilly, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen! Oh nein, zu spät! Nein! Da ist sie! Oh nein! Ha! Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen, ha? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache. Amüsiere uns. Oh, jetzt, ja. Garrett hat es mir empfohlen, Dr. Marcel ist böse. Bären für die Oberen. Nazi-Vampire im Hintergarten. Es ist alles Ednas Schuld. Nee, das sagen wir natürlich nicht. Na, und ihn provozieren wäre ja auch doof. Bären für die Oberen? Das dauert mir zu lange. Was? War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Krass! Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. Ui. Woogie, Woogie. Woogie. Pah! Woogie, in der Tat. Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lilly, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Woogie. Das Chaos, Lilly. Wer ist dafür verantwortlich? Nun rede schon, du nutzloses Kick. Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberin. Sie wird antworten.
Sie wird antworten. Kennst du die Antwort, Lilly? Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun. Nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Och nö. Und jetzt muss ich auch noch antworten. Und was ich antworte, das erfahren wir im nächsten Part von Harveys neue Augen, Leute. Boah, krass. Die arme Lilly, sie wird hier voll notisiert von dem blöden Dr. Marcel, den wir schon aus Edna bricht auskennen. Und Harvey ist wieder da. Ich meine, ich freue mich über Harvey, aber er ist auch voll manipuliert. Und ich hoffe, dass sich das alles noch zum Guten wenden wird, weil wir brauchen Harvey jetzt dringend. Und wir werden eines Tages noch das Versteck im Moor zu Edna wiederfinden. Ich glaube an Lilly und ihr hoffentlich auch. Bis dann.